Willkommen zu Pokémon Let's Go Evoli. Vor dem Felstunnel erstreckte sich unser Weg und Lorelei hat in der letzten Folge Team Rocket drauf einmal hat sie einfach hochgenommen, kam ganz chillig mit ihrem Lapras-Dude da übers Wasser und dachte so, hey, ich muss das Mädchen beschützen. Das sieht so klein und schwach aus, aber das lassen wir nicht auf uns sitzen und irgendwann treffen wir sie. Ab und zu versuche ich mein Glück in einer Pokémon-Arena, aber ich verliere immer. Wow, der Dialog wurde bearbeitet. Die hat das vorher mal gesagt, ich habe noch keinen Orden oder so. Achso, das ist der. Ja, war es nicht vorher mal eine Sie? Glaube ja. Und guckt euch an, was Evoli, aka Tüpfel, so drauf hat jetzt. Ha, Blubsauger, Knisterladung, Flackerbrand. Ich finde, wir testen einfach mal alles aus. Dieses Evoli ist der perfekte Gegner dafür. Batz! Boah, voll die Verbrennung erlitten. Mega, dass das direkt die Statuswerte hervorruft. Flatsch. Und jetzt? Du siehst so verbrannt aus. Das müssen wir mit ein bisschen Wasser kühlen. Blubsauger. Blubsauger. Oh, Level 27 bist du schon. Verdammt. Wei, Flamm. Damit heilt man sich ja locker auch, ne? Oh mein Gott, man heilt sich einfach damit. Cool ist das denn? Ey, boy. Bang, ding. Ein Ton. Und dafür haben wir die dritte Elementarattacke am Start. Und zwar Knisterladung, aber die kennen wir ja schon. Dafür habe ich Ruckzuckibelt gemacht, aber Evoli wird physisch eh nie so stark sein, dass er immer alles mit einem Ruckzucki wegfinisht. Es sei denn, der Gegner hat wirklich wenig KP. Ach, wir können das auch ohne Ruckzucki schaffen. Vielleicht ja ein Denkfehler, aber man weiß es nicht. Hi. 5 Pokebälle, wie geht's euch? Wir haben auch in der letzten Folge auf dem Pfad ins Leben die innere Erleuchtung gefunden. Der Felstunnel ist ein hartes Pflaster. Du solltest ein bisschen mit mir trainieren, damit du dafür gewappnet bist. Solch ein Trainingsprogramm? Ja, ich will kämpfen. Jetzt zeige ich der jüngeren Generation mal, was wer hier das Sagen hat, okay? Die Jüngeren sind so frech und beleidigen immer die Größeren schon und man als Größerer kann man nichts machen. Quapuzzi. Aha. Das soll mich beeindrucken? Ich zeig dir mal was. Es knistert zwischen mir und deinem Quapuzzi. Du Zielscheibe. Ja, ich finde, diese Attacken sind schon leicht OP, ne? Hauptsache, das trifft. Um mir nicht zur Last zu fallen. Oh mein Gott, dann schlaf doch einfach 2 Runden. Du fällst mir schon nicht zur Last. Das ist ganz normal. Wie kannst du denn mir zur Last fallen? Ach mein Gott, du schläfst. Du kannst da doch nichts gegen machen. Egal. Nehmen wir so hin. Rasab. Okay, Rasab ist nicht so gut. Level 26. Was haben wir denn dagegen? Kannst du schon was? Nee. Tauboga. Ich hoffe, du überlebst das. Bye, bye. Oh, guckt euch Rasabs Nase an, bitte. Rasab die Nase da. Brumm, boom. Wie so eine. Oh mein Gott, nein. Wie so eine Boxen. Windstoß! Durchbruch, oh mein Gott. Knack, weggehauen. Ich habe erst gedacht, Tauboga überlebt das, weil das sieht immer aus, als wenn er da 5 KP übrig hatte. Okay. Mit ihm hast du es nicht so einfach. Los, Egelsam! Mit der Ekeltaktik. Blub, blub, blub. Oh nein! Ah, lecker, lecker, lecker. Deine Energie schmeckt köstlich. Hier, Rasab sieht aus wie so Bassboxen, die zu doll aufgedreht sind. So bum, 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 die Nase. Und Rasab wirkt sowieso generell ein bisschen hyperaktiv. Guckt euch das an. Er kann gar nicht aufhören, sich zu bewegen.
Ah, schon besser. Gib mir deine Energie. Du Schwaffe. Rankenhieb, klatsch hinein, los. Klatsch. Voll auf die Nase, es zieht so gut wie gar nichts ab, aber... Ja gut, was will man da machen? Hauptsache wir haben gleich wieder die volle Energie. Oh, Rasaf ist aufgewacht. Klatsch, Durchbruch, das haut aber auch rein. Klatsch. Dafür, dass es nicht effektiv ist. Verheilen wir uns dadurch eigentlich? Boah, 10 KP? Oh, zweimal, also Schlafbruder. Oh. Schlaf, Kind, jetzt schlaf. So, wie viel zieht das ab? Das zieht doch richtig viel ab eigentlich für Egelsamsung. Zack, ja. 50 müsste da jetzt sein. Ja, 50, okay. Und dann, ja gut, tackeln würde ich einfach weg. Du bist gar nicht so schlecht. Diesmal bist du auch eine würdige, so eine Trainerin da gewesen hier. Wie heißen die denn? Coach, Trainer-Coach gewesen. Die hatte wenigstens ein bisschen was drauf und setzt dich Radfratz ein oder sowas. KP. Tüppel erreicht Level 28. Risiko-Tackle. Boah, 120er Move. Genauigkeit 100. Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt. Aha. Er ist schon stark. Ja, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Da haben wir noch zur Not manchmal den Evo-Crash. Das ist schon okay. So, Joghurt, schon so gut. Dabei wollte ich dich belehren. Ich glaube, ich habe mehr von dir gelernt als du von mir. Hier, deine Belohnung. Oh, Durchbruch. Das ist gut. Eine Kampfattacke. Nur mal eben heilen und dann geht's durch die Höhle. Durch diese wunderschöne Höhle. Wir alle lieben sie. Okay, dann nehme ich dein Pokémon von Wut. Dang, dang, dang. Diddle, die. Ding, ding. Diddle, diddle, ding. Ding, ding. Ja. Ich bin sehr unzufrieden mit Tauboga. Vielleicht. Achso, ich habe ja eine. Ich muss ja gar nicht jetzt Pokémon Center, um meine Pokémon auszutauschen. Das habe ich vergessen. Hauptsache, ich laufe noch in dem Matrosen-Outfit rum. Ich finde ihn ganz schick, muss ich ehrlich sagen. Oh, man sieht ja... Oh, wie coole Darstellung von dieser Höhle. Drin ist es stockfinster. Möchtest du, dass dein Partner die geheime Technik Lichtflut einsetzt? Natürlich. Wir haben die Erleuchtung erlangt, innerlich. Bam, schon viel besser. Wobei das schon mit dem Nebel ziemlich geil aussah. Oh, Macholo. Es ist winzig. Füttern wir es mit einer Himbeere. Irgendwie brauchen wir mal solche Beeren. Die kann man doch locker auch kaufen. Gut. Statt dass ich mal geduldiger bin und einfach fabelhaft werfe. Aber ich wusste, bei Macholo würde das ausreichen. Mhm. Der Macholo ist Pimpf und klein und winzig und so. Der Macholo wurde ein Eintrag. Dieses Pokémon ist recht klein, doch seine Kampfsportkenntnisse machen es zu einem sehr starken Gegner. Ich weiß nicht so recht, ob das... Oh, ein Tragosso. Wie Tragosso. Tragisch. Und Leben. So, Tragosso, du brauchst hier gar nicht so rumzappeln. Ab in den Pokéball. Boom. Komm schon. Bleib drinne. Ja. A little. Klasse, Tragosso wurde gefangen.
Level 26. Oh, guckt euch das an. Und können wir irgendwie mal erkennen? Schade, dass wir das nicht... Ob das Kangamas Kind ist? Wir sehen, dass seine Schnauze ziemlich weit nach vorne geht. Also, da kommt irgendwas nicht ganz hin, will ich nur sagen. So, Team. Was haben wir denn da? Ich finde, Pikachu brauche ich nicht mehr. Pikachu, Pikachu. Pantimos ist nur Level 13. Shiggy ist Level 16. Shiggy, den haben wir alle Starter-Pokémon wenigstens mit. Arcani ist Level 16. Traumato ist Level 18. Was kannst du für Attacken? Was sagt der? Aha. Konfusion, das ist gebongt. Wobei, du kannst das eigentlich auch, aber... ja. Also, Feentyp, Level 10. Dem Team hinzufügen. Dabei habe ich ein Psycho-Pokémon mit, Ja, lassen wir das lieber so. Irgendwann lernt doch Mew auch mal was Tolles. Oder es gibt sowas wie einen Attackenlehrer oder sowas. Hi, na, Freak? Du hast ja einen richtig wunderschönen Anzug an. Der ist fesch. Wo hast du den her? Ich will den auch haben. Zeig mir einen Pokémon-Kopf. Los geht's. Du siehst genauso gut aus wie ein Flagmon. Oh yeah, das sieht ja echt überhaupt nicht. Wenn ich dem auf der Straße begegnen würde, würde ich natürlich sagen, hi, na, wie geht's? Ich würde nicht auf die andere Straßenseite wechseln und abhauen. Nein, nein, nein. Ich würde das cool finden. Los, gib ihm eine Knisterladung. Knatsch. Sehr gut. Brrring. Game over. Ganz ehrlich, der macht mir schon ein bisschen Angst. Da ist ein Pokéball, den holen wir uns. Wir müssen ja keine Angst haben, hier durch diese Höhle zu laufen. Ihr könnt den Pokémon getrost ausweichen. Hi, Glutexo. Ich finde... Ich weiß, das dauert hier gerade schon wieder ein bisschen lange. Shiggy, Shiggy. Shiggy, komm! Du bist zu langsam! Ha, wie geil es läuft! La, 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 la. Wie ein Baby. Shiggy, Shiggy. Wow, endlich, endlich, endlich. Endlich ein Onix. Wow. Nein. Oh Mann, ey, da kommt man schon einfach öfter mal einfach auf diese... Man drückt den Stick aus der Sinne. Und kann man den nochmal füttern? Bam! Voll gegen sein Gesicht geworfen. Verdient! Oh! Du... Dovi! Oh nein, das war zu schlecht! Komm schon! Komm schon! Ja! Endlich haben wir mal einen Onix. Ding, 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 ding! Ah, das ist ja... Das fehlte ja schon die ganze Zeit irgendwie. Plus erreicht Level 27. Bededeng. Für Onix wurde Eintrag im Pokédex angelegt. Hauptsache es wiegt fast 200 Kilo. War da ein Diggi? Achso, huch. Falsche Richtung. Nee. Kam ich jetzt von dir? Wenn ja, dann muss ich hier lang. Ja. Hi, na? Diddlidding. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Und ich muss mich in einer Höhle verstecken, damit die Leute draußen mich nicht verprügeln, weil ich so schön angezogen bin. Die wissen gar nicht zu schätzen, was wahre Anziehkunst ist. Kangama. Kangama. Kangama.
Oh mein Gott, das heißt, dass es eine Mega-Entwicklung gibt. Heißt, dass es gibt hier Gangama-Mega und das ist echt eine Drecksentwicklung. Natürlich macht das Mogelhieb. Schon gedacht, warum bist du schneller als ich? Hier, verbrenne in meiner Leidenschaft. Knack. Jetzt kannst du nicht mehr so stark zuhauen. Klatsch, klatsch, klatsch. Und wir können das taktisch zum Vorteil nutzen, denn wir haben noch Blubsauger. Und damit können wir uns immer wieder heilen. Zack. Das müsste uns eigentlich vollständig aufladen. Ja, nicht ganz. Aua. Auf zu beißen. Das stimmt mit dir nicht. Kriegst du kopflos, ey. Bringst dein Kind einfach in Gefahr hier mit deinem... Dass du das da vorne so rausgucken lässt. René. Echt? Ich bin total erschöpft. Oh Mann, wirklich, die sehen echt ein bisschen merkwürdig aus. Ey, das ist ein Georock, ey. Hi. Riesig. Oh, du bist einfach gesprungen. Och. Schlecht gezielt. Hallo, wieso werfe ich so behindert? Na gut, scheißegal. Bleib einfach drin, okay? Tu mir den Gefallen. Nein, das war mir klar. Okay, komm, noch einmal. Großartig! Komm, bleib drinne! Du bist doch großartig! Nein! Du Warzenkopf! Oh nein! Er greift einfach die Flucht. Oh Mann, oh! Oh, in einem Georock reingelaufen. Okay, diesmal schaffen wir das. Habe ich gehört. Einfach fabelhaft! Jawohl! Komm schon! Bleib einfach drin, okay? Och Mann, hab ich so einfach fabelhaft geworfen. Dann versuchen wir es nochmal mit einer Himmelbeere. Oh nein! Aus der Luft gefischt. Ach komm! Ja! Georock ist irgendwie cool, keine Ahnung. Geowatz hatte ich in der ersten Generation mega geil. Ich weiß auch nicht wieso. Na gut, wegen seinem Panzer und so. Das sah einfach cool aus. Shinkirate Level 17. Entwickelt sich das jetzt? Klar. Deng, 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 deng. Schon haben wir Schillerlocke. Ich hab den Ruf gemacht, weil ich habe keinen Ruf gehört von ihm. Jo, 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 wir wissen's, wir wissen's, wir wissen's. Wenn es einen Schlag auf den Kopf bekommt, zieht es sich in seinen Panzer zurück. Seine Schwanzspitze ragt jedoch ein wenig heraus. Er bleibt, ist wohl kein Platz mehr in seinem... Es rollt sich gerne Gebirgspfade hinunter. Dabei ist es ihm egal, wer oder was sich ihn in seinem Weg... wer sich in seinem Weg befindet, Mann. Ich dachte, der sagt, wer sich ihn in den Weg... Boah, Golbert. Boah. Dein Mund. Du bist so weit offen. Du hast beim Zahnarzt nie Probleme. Zahnarzt lobt dich immer wahrscheinlich. Du kannst den immer so schön aufmachen, der Mund. Warum ist das so? Wieso? Knack. Als ob der drin bleibt. Ich wusste es. Mann, manchmal läuft das mit dem Werfen auch nicht. Jawohl, jetzt haben wir so ein schönes Golbert. Da es hier kein X-Bad gibt, ist es eh so gut wie nicht brauchbar, aber... Haben es haben, ne? Wir beschweren uns einfach nicht. Und nehmen diesen Pokéball mit. Hauptsache dieses Vieh, das spawnt... Einfach so direkt vor mir. Da muss man richtig vorsichtig sein. Du findest eine Kapselangriff plus... Komm her.
Hahaha, kommst du gegen meine Stärke an? Natürlich. Du kannst mir gar nichts anhaben mit deiner Stärke. Auch wenn du ein Kampf-Pokémon einsetzen würdest. Und da du nicht mal Robustheit als Fähigkeit hast, wirst du mit einem Schlag besiegt. Pass auf. Blubsauger, los! Diese Attacke ist mega geil. Knatsch! Seine Energie in Blubberblasen einverleibt. Klatsch, was für Stärke, hä? Das sah ziemlich weich aus von deinem Onix. Dein Onix ist so weich und flauschig. Hoppla, das war ja ein starkes Stück. Ja. Starkes Stück bin ich. Ein starkes Miststück. So, Team. Wen machen wir jetzt mal an erster Stelle? Keine Ahnung, Mann. So, Zubat, geh mir aus dem Weg. Schillock läuft ja noch lustiger. Hä, wo kommst du denn her? Na, ich wollte eigentlich gegen es kämpfen, aber konnte ich nicht. Ich dachte, geil, das ist gut für Bisa Knosp, aber... Hat sich erledigt. Meine Pokémon werden dich das fürchten lernen. Guckt ja noch so freundlich, während er das sagt. So voll am Grinsen gewesen. Herr Hugo. Hugo schmeckt ganz in Ordnung. Bisa Knosp, zeig es ihm. Bisa Knosp, gib ihm einfach einen Rankenhieb und dann sagt er nichts mehr. Klatsch. Boah, es hat überlebt, ey. Bodycheck und dann hat er sich selbst getötet. Akzeptanz, akzeptiere ich. Akzeptanz, was ist los mit mir? Onix. Onix. Schlafpuder. Der hat nämlich eine sehr hohe Verteidigung. Der Onix. Ich dachte, vielleicht brauchen wir zweimal die Attacke. Rankenhieb. Deswegen schläfe ich es ein. Und hoffe, dass ich Glück habe, dass es noch weiter schläft. Natürlich nicht. Okay. 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 Egelsamen. So eine Kacke. Man kann den Boden ja nicht bepflanzen, obwohl man eigentlich den Boden pflanzt. Dam, 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 dam. Dann verliere einfach so, okay? Klatsch. Voll gegen seinen Kopf, Alter. Knack. Also wirklich Props an den, der Rankenhieb animiert hat. Der ist echt der Hammer. Georock. Rankenhieb, los! Knack! Boah, Steinhagel. Krass. Krasser Move, nein! Oh. Dachte schon. Los, Rankenhieb! Lehre ihm das Fürchten. Jetzt kommen ein bisschen bessere Trainer, habe ich das Gefühl. Das ist gut. Es nervt immer nur, wenn sie dann ein Pokémon einsetzen und dann ist das so voll schwach und so. Aber ein bisschen... Gaming, Leute. So. Schillerlocke. Ich will mal gucken, ob du was taugst, wenn du an erster Stelle bist. Mondstein, oder? Nein. Natürlich nicht. Wo kriegt man denn hier Mondsteine her? Hallo, zeig mir, was du drauf hast. Also auf meinem Brot ist Nutella drauf. Und Kiri, Kiri, Kiri. Menki. Wie männlich. Ding. Aber kommt es auch gegen meinen Schillock an? Das und mehr erfahrt ihr jetzt. Warum haben wir nur Blubber? Okay, Schillock, du kannst es vergessen, dass du jemals wieder eingesetzt wirst. Los, Tüpfel. Oh nein, das war ein Fehler, oder? Der macht jetzt locker Karateschlag oder sowas. Oh, es guckt mich nur doof an. Na gut, wenn du das so willst. Flackerbrand. Schwäche seinen Angriff.
Warum hast du Silberblick? Bereitest du es etwa für das nächste Pokémon vor, das du einsetzt? Das ist einfach jämmerlich verbrannt, so. Dang, dang. Quapuzzi. Quapuzzi ist jetzt nicht gerade der Angreifer-Typ. Überhaupt nicht, weil der ist eigentlich voll schwach. Klatsch. Er ist, glaube ich, nur ein bisschen schnell. Mehr aber auch nicht. Wäre es Quappo, wäre das jetzt ziemlich cool gewesen. Tabuga reicht Level 27. Du hast so einiges drauf. Ja. Wieso gucken die immer so komisch? Hi. Hast du nicht auch das Gefühl, dass dieser Tunnel gar nicht mehr aufhört? Oh, da ich den kenne, habe ich nicht das Gefühl. Nee, muss ich ganz ehrlich gestehen. Janno. Los mit Janno. Oh, da hätte ich doch vielleicht Chillout draußen lassen können, aber gut. So ist es halt Plus. Los, Plus. 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 Schaufler, los. Hehe. Flammenwurf, aua. Mit Level 22 schon Flammenwurf. Das ist hart. Das ist hart und richtig gut. Sonst musst du mal da in der ersten Generation bis Level 40 oder so mal trainieren, ey. Oha, du hast gewonnen. Hab ich gar nicht gedacht. Merkt ihr nicht, dass ich eigentlich anders aussehe als ihr alle? Wow. Das, hey, ignorier mich nicht, ich bin cool. Young Daddle Die Daddle. Oliver, was geht? Oh, nix ist sein Pokémon. Los, Plus, du schaffst das schon. Oh mein Gott, ich könnte Mew was beibringen. Daran habe ich gar nicht gedacht, ey. Zack, Mew kann ja alles lernen. Das ist ziemlich gut. Wir haben ein paar TMs. Tarnsteine? Oder was ist das? Ach du Scheiße. Übel. Los, Schaufler! Entwisch den Tarnstein, los! Steinwurf, ja? Hast daneben geworfen, wa? Bang! Buddel-daddel-dudel-daddel-dudel-daddel-du. Unser Mew ist eigentlich eher so der Angreifer-Typ. Sehen wir jetzt auch in dem Angriff 82. 84 jetzt natürlich. Sandama. Auch das wird kein Problem sein. Sternschauer. Zack. Oh, anscheinend doch. Also früher bei Pokémon Stadium hat Sternschauer getroffen, als man im Boden war. Ha, du brauchst gar nicht denken, dass du uns hier kontern kannst. Ich treffe dich auch so. Boah, Kratzfurie. Zack, zack. Und jetzt Sternschauer. Dan, 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 dan. Heul doch. Dieser Knospen reicht Level 27. Hätte ich mich mal lieber zum Ausgang gleiten lassen. Und so weiter und so fort. Hier, guckt euch an. TM-Box. Wir haben Siedewasser, was ich sehr, sehr gut finde. Pfund. Ja, yep. Volles Pfund, können wir vergessen. Und dann haben wir Durchbruch, Kampfattacke, Hä, warte, habe ich das Geowurf? Nein, nicht Geowurf. Hallo, wie konnte das passieren? Da, so. Amnesia, weg. Boah, ey, geht das ein bisschen schneller? Was ist da los?
Und Donnerblitz kriegt er auch nochmal eben. So haben wir schon ein ziemlich unfaires Pokémon. Auch wenn Sternschauer gar nicht so unnützlich war manchmal. Mit Sandwirbel und so. Aber so können wir uns hier durch die Höhle wagen. Haben wir jetzt ein zweites Pokémon, das nochmal so richtig durchhauen kann. Du findest dein Fluchtseil. Dudel dadel dang dung. Berge und Höhlen sind schon seit jeher mein Zuhause. Tu bloß nicht so, als wärst du cooler als ich. Tut mir leid, ich bin cooler als du, Roland. Roland Kaiser. Erzähl nur noch eine Psychoattacke und schon wäre das Leben schön. Los, Plus, du schaffst das! Plus! Zeig ihm, was du drauf hast. Siedewasser! Wusch! Boah! Verbrannt! Hast dich am Wasser verbrannt, wa? Somit ziehst du nichts mehr ab. Deng, deng. OP Mew, los, Donnerblitz! Stirb. Schillocker recht Level 19. Rihorn. Du wirst ein ähnliches Schicksal erleiden, bloß sofort, ohne dich noch zu verbrennen. Knack. Wenn das nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, Rion ist auch cool. Gibt gar keine Safari-Zone hier, soweit ich das weiß. Sprich, Rihorn, wo wird das gefangen? Ach Mann, nerv nicht. Nein. Junge. Kleinstein. Nein. Okay, krass. Hier, komm her. Um dich in Gebirge nicht zu verirren, kannst du jetzt einfach Zweige am Wegesrand stellen oder so ähnlich. Oh man. Bin jetzt schon eine halbe Stunde am Aufnehmen hier. Und ich bin nicht mal bis zum Ausgang gekommen. Vulpix. Spüre die Leidenschaft des Siedewassers. Bam. Und wow, verbrenne halt nicht. Flammenwurf, Alter. Hey, die können ja richtig attacken hier auf einmal. Durchbruch, gib ihn. Knack. Sein Schädel wurde durchgebrochen, glaube ich. Kadabra. Kadabra, da müssen wir leider auch einen physischen Move machen. Das dürfte ausreichen, um es zu besiegen. Zack. Du bist stärker als erwartet. Ja. Hör, was ist das denn hier? Hauptsache, ich bin jetzt eingekesselt von so einem Onyx. Oh Mann, ich will da nur hin. Danke. Sternenstaub. Ein Säckchen Sternenstaub liegt hier einfach rum. Nein! So. Was ist mit dir? Auch mit einem Tunnel wie diesen triffst du oft einen Ast-Trainer wie mich. Er ist ein Ast-Trainer. Okay. Bernd. Hallo Bernd. Du siehst aus wie ein typischer Bernd. Alt, grau. Mit komischen, stoppeligen Bart. Dickter. Hier, pack deinen Dickdarm wieder bitte in den Pokéball. Dickdarm sieht halt aus, als wenn es aus einem Dickdarm gerade kommt. Bloß umgekehrt. Dreht es mal um und stellt euch dazu dann Pobacken drumherum an, vor. Flamara. Ui. Flamara fand ich früher auch cool. Der Sprite aus der blauen Edition war halt mega cool. Hat einen mächtigen Angriff von 130 Basiswert. Und scheint generell ziemlich stark zu sein. Ich finde, das sollten wir mit einem Schaufler klären.
Aber dieses Flamara so ruckzuck. Dang, dang. Irgendwie erinnert mich sein Schwanz an einem Super Saiyajin oder so. Keine Ahnung, wieso. Das kratzt an meinen Stolz als Arschtrainer. Ass-Trainer. Ja gut, Leute. Ich würde mal sagen, im nächsten Part geht das hier wieder weiter und schaltet wieder ein. Ne? Würde ich sagen, erstmal finden wir hier einen Supertrank. Und dieses Georock muss ganz eindeutig ignoriert werden. Und ja. Im nächsten Part, da schaffen wir es auch durch die Höhle. Deswegen sage ich ciao, würde ich einfach mal so behaupten. Ciao.